Hallo und herzlich willkommen zu unserem 11. Smaragd-Part und jetzt geht's weiter. Felix hat mich hier wohl bewusst abgesetzt. Ich weiß gar nicht mal, welche Route das hier ist. Route 111. Hat er mit dem gekämpft? Oh, hat er nicht. Gut. Ich bin voller Schwung und Elan und mein Pokémon nicht minder. So. Wir battlen mal mit dem. Hoffentlich haben unsere Pokémon volle Leben und Sandan. So, Sandan wird wohl ausgespielt und unser Dexter ist low. Und ganz ehrlich, Absorber ist so eine schlechte Attacke mittlerweile. Wir müssen ihn echt mal die 4 Level hochbringen, dass er wieder ein bisschen nützlicher wird, weil... Okay, ein Volltreffer, sonst wäre der nicht mal down gegangen, sage ich euch. So, Sandan wurde Energie abgesaugt. Das heißt, unser Dexter hält auch... Boah, Dexter Level 26. Gleich mal am Anfang vom Part. Nice. Und ja, schaut euch mal die Werte an. Ja, ausgewogener SP und normaler Angriff, aber viel zu schwach. Ja gut, es geht. Und halt Initiative, es geht eigentlich relativ schwer. Eigentlich hätte sogar weniger getippt. So, mein Pokémon hat ausgeschwungen. Phoenix gewinnt 288. Boah, was für ein lausiges Taschengeld. Warte mal, hat er gegen die Reporter gekämpft? Ja, hat er. Wir müssen mal nochmal zurück. Aha, zur Trümmer. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob er diese Steine kaputt gemacht hat. Das glaube ich nämlich nicht. Also ihr wisst ja, wir haben die... Und ich glaube, gegen die Familie hat er auch nicht gespielt. Da kriegt man auch eine TM. Und das müssen wir natürlich nachholen. Das können wir nicht einfach auf uns sitzen lassen. So, wir gehen mal... Oh, Junge. Das Eilrad ist schon ziemlich schnell. Aber das wollen wir natürlich. So. Hat er eingekauft? Mal ganz kurz in den Beutel reinschauen. Schutz, Seidenschal. Also, weil er uns dort abgesetzt hat, tippe ich mal, dass er die Arena schon gemacht hat. Ja, okay, er hat ziemlich viel Sachen eingekauft. Supertrank 26. Hi, Superball 10. Schockwelle, okay. Okay, Doki. Dann schauen wir nochmal ganz kurz hier rein, ob wir da was Sinnvolles finden. Willkommen. Kann ich dir helfen? Kaufen. So, Nestball. Gut, Alter, das ist aber echt teuer. Egal, wir kaufen mal 3 Stück. Ist, glaube ich, gegen schwache Pokémon gut oder so. Ich glaube, irgendwie so war das. Und dann holen wir uns noch eine Eniko-Route. Was bringt das? Flüchten, oder? Ermöglicht Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Ist das einmalig? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich kaufe es einfach mal. Ah, okay. Ist anscheinend nur einmal zu gebrauchen. So, wir nehmen uns einfach... Also ich nehme einfach mal 5 Gegengifte und ein paar Paraheiler nehme ich auch mit, so 5 Stück. Weil ja, Paraheiler sind dann einfach wichtig. Vor allem, wenn wir jetzt irgendwie ganz weit sind, dann habe ich keinen Bock wieder zurückzukehren. So, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Ich werde auch jetzt nicht unbedingt Schutz einsetzen. Nochmal kurz checken. Und ja, er hat den Dynamo-Orden gemacht und wir haben erst 4 Stunden gespielt. So, schauen wir mal ganz kurz hier. Okay, Ferro 22, Schwalbini 20, Urigella 22, Lightning 12 und VM-Sklave Level 3. Hat er Mitnahme irgendwas bekommen? Mal ganz kurz schauen. Item. Nehmen. Trank. Danke sehr, VM-Sklave. Ja, Mitnahme ist gar nicht so schlecht. Ich schätze mal, dass er Mitnahme hat. Also, wir gehen kurz hier hin und brechen den Stein. So. Genau, VM-Sklave zertrümmert gleich mal hier. Bam. Und jetzt kriegen wir ein TM. Wow, du hast den Felsen, der den Weg blockiert, einfach zertrümmert. Darüber bin ich überglücklich und daher möchte ich diese VM geben. Sogar eine VM. VM 04. Surfer oder was? Oder fliegen? Stärke. Okay. Wenn ein kräftiges Pokémon diese VM lernt, ist es in der Lage, sogar die schwersten Felsen zu bewegen. Heike, nun kann ich dich jederzeit besuchen. Das ist wunderbar. Bitte ruhe dich ein bisschen in mein Haus aus. Oh mein Gott, das war aber nicht das, was ich jetzt denke, was sie da jetzt machen, ne? Ja, egal. okay, das. Wir schauen mal ganz kurz, ob unser VM-Sklave Stärke erlernen kann. Joa, die VM kann man ja unbegrenzt oft einsetzen, also die versteckte Maschine. Nein, kann unser VM-Sklave nicht. Ich glaube aber, Geradax kann Stärke erlernen. Das heißt, wir sollten es dann mal entwickeln, das Ding. Das können wir aber auch noch später erledigen. Und soll ich sein?
Ich glaube, ich mache das jetzt echt. Also, ich troll jetzt zum ersten Mal Felix, und zwar, ich gebe einfach mal sein Lightning ab. Und ja, er denkt wahrscheinlich, ich habe es freigelassen und, naja. Das mit Luft. Okay, ich freue mich gleich mal. So. Nein, ich brauche keins mehr. So, ich hoffe echt, dass er denkt, dass ich's freigelassen habe. Oh mein Gott. So episch, alter Schwede. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das findet, wenn ihr das scheiße findet. Oh mein Gott, du bist so ein böser Bubi. Wie kannst du nur Felix sein geliebtes Lightning weggeben? Aber andererseits... Ich hab's, du bist ein Reisender. Was hältst du davon, du trittst mit deinen Pokémon gegen alle 4 Familienmitglieder hintereinander an? Ja, das nenne ich Kampfgeist. Ich mag dich. So, erst kommt der Vater, der Mann. Was? Das ist ein Pokémon-Pedo. Von Siegers Victor oder wie auch immer. Schwalbini wird von Siegers Victor in den Kampf geschickt. Oh mein Gott, Schwalbini, sehr schlecht. Okay, mein Gott, schau, habe ich da irgendwas dagegen? Nein. Ich weiß nicht. Komm, wir switchen lieber raus. Also, unser Uri Geller muss rein, ne? Ich glaube, Psycho ist effektiv, ne? Gegen Flug. Oder? Oder nicht? Nee, ich glaube nur normal. Egal. Was kann er denn? Psystrahl? Konfusion, Teleport, Aussätze. Wir machen einfach mal Konfusion. So, mal sehen, wie viel Schaden das macht. Oh mein Gott. Aber Uri ist ziemlich hoch und 8 Level höher, glaube ich. Oder 6, glaube ich. Und der hat aber auch einen guten SPE-Angriff, muss man sagen. Zickzacks. Naja, immerhin mal höher als unseres. Wir versuchen mal mit Psychstrahl. Auch nice. Und Dexter kriegt auch mal ein bisschen EP. Was? Dexter hat den. Aha, der hat den EP-Teil an Dexter gegeben. Interessant. Hey ihr, ich habe einen starken Trainer gefunden. Los, bekämpft ihn. Oh, jetzt kommt die Oma. Und was hat die für rote Augen? Was ist das für eine Zombie-Frau? Schaut euch die mal an. Du musst ein sehr guter Trainer sein, wenn du meinen Mann besiegen konntest. Ich werde dich gleich lebendig verspeisen. Ja, die Weimer-Dinger, die sabbern auch schon. Ja, Roselia, genau. Okay, so. Wir setzen einfach mal... Ja, da haben wir jetzt auch nicht wirklich die besten Karten gleich. Komm, versuchen wir es mal mit unserem Schwalbini. Ich will ja auch mal, dass wir einen Schwalboss haben. Wäre natürlich ganz nice. Und ich will, dass Schwalbini verdammt nochmal einen Namen kriegt. Roselia setzt Wachstum ein. SP-Angriff von Roselia steigt. Flügelschlag. Oh mein Gott. Los. Auf geht's, Schwalbini. Ich tippe mal, dass sie nicht nach Typen, dass die Teams von denen nicht nach Typen geordnet sind, glaube ich einfach mal. Weil, ja, was, sie hat nur ein Pokémon? Oder hatte die zwei? Nee, die hat nur eins. Hier draußen ist ein starker Trainer. Ein wirklich starker, sag ich euch. Kommt, zerfleischt ihn. Menschenfleisch. Du bist stärker als Mami? Wow! Aber ich bin auch stark, wirklich, ganz ehrlich, ich bin dumm. Okay, die hat zwei schwarze Pixel, auch nicht viel besser, einfach nur zwei Augenhöhlen. So, Meryl wird von Siegers Steglinde. Steglinde, was ist das denn für ein Name? Was habt ihr eurem Kind nur angetan? Also komm, es wird Zeit für Absorber. Absorbier Meryl. Das weibliche Meryl. Ja, das weibliche Meryl ist nicht tot. Das weibliche Meryl hat natürlich mit einem KP überlebt. Oder mit zwei, tut mir leid, falls es falsch ist. Ruckzucki für Erstschlagrate und down. Ich meine, hallo, Rutenschlag setzt sie ein. Mit zwei KP. Rutenschlag, Kamaup, oder? Habe ich es falsch gelesen? Nein. Oh mein Gott, ich habe es richtig gelesen, aber ich bin auch so ein Idiot. Ich lasse doch mein Pflanzen-Pokémon jetzt nicht drin, ey. Aber egal. Also es wird Zeit für Schwalbini. Kamaup ist ja, soweit ich weiß, Feuer und Feuer only. Vielleicht Feuerboden, aber ich glaube nur Feuer. Was? Ein Volltreffer? Ja, aber sonst geht's euch noch gut, oder? Flügelschlag und jetzt stirb. Stirb. Hä?
Wieso? Hä? Was ist jetzt los? Wieso trifft er zwei Volltreffer hintereinander? Nee, oder? Nicht zwei Volltreffer hintereinander. Mit Glut. Und owned ein Flug-Pokémon. Was ein paar Level über dem ist. Kopfnuss. Na gut, Ferro macht's fertig. Aber Ferro müssen wir auch trainieren. Wir haben underleveled Pokémon. Damit haben wir keine Chance, ehrlich gesagt. Oh Knilz. Bitte nicht deine blöden Sporen. Also, Metallklaue. Geh down. Schab, schab. Okay, Stachel. Ja, danke sehr. Ich hab's nicht gesagt, ne? Paralysiert es greift eventuell nicht an. Gut, aber Metallklaue. Absorber bringt ja auch nicht so viel. Hab ich's doch gewusst, ne? Hab ich's gewusst. Ja, es kann wieder nicht angreifen. Klare Sache. Jetzt wäre eigentlich Zeit für einen Paraheiler, aber ich will nicht riskieren, dass er wieder seine Stachelspore einsetzt. Komm. Ja, klar, sicherlich. Egelsamen auch noch. Ferro wurde bepflanzt. Ja, drei Runden hintereinander nicht, oder was? Ach toll, das ist mir echt zu blöd jetzt. Ja, aber ich kann auch nichts anderes reinswitchen, Mann. Wir werden doch jetzt nicht gegen so eine olle Familie Siegers verlieren, okay? Hallo, mach endlich deine Attacke. Ja, endlich. Hat aber auch eine Weile gedauert. Ja, aber überlebt natürlich. So, Egelsamen und noch ein Absorber. Komm, jetzt triff. Wenn du es jetzt schaffst zu treffen. Komm, nicht Paralyse. Ja! Und komm. Down, nice. Pharaoh, sauber. So, aber ich glaube Egelsamen. Oh, gut. Das heißt, Paralyse, also die Seelenlose ist jetzt weg. Schluchzheul, Oma, Schluchz, ja, die Oma. Kommt jetzt, die hat auch diese Psycho-Augen. Was haben die mit denen angestellt? Wie konntest du meine Enkelin nur zum Weinen bringen? Schäm dich. Wir sind eine berüchtigte Mafioso-Familie und wir werden dich jetzt einen Kopf kürzer machen und dann deine Füße in einen Eisentopf mit Zement eingießen und dich im Meer von nebenan ertränken. Also sag deine letzten Worte, bevor mein Sichlor dich zerschlitzt. Ja, wahrscheinlich hat sie keinen Sichlor. Oh ja, das ist die Mafioso-Oma. Ja, die Vicky, die Mafioso-Boss-Oma. Vicky setzt gleich mal Medite ein, ja. Und was ist Medite rückwärts? Ist doch ganz klar, Mafia-Boss, ne? Also wer das nicht entziffern kann, der ist ja wohl irgendwie dumm. So, wir machen einfach mal Absorber. Ich weiß, es ist schwach, Leute. Ich weiß es. Es tut mir leid. Aber, ja, es ist wirklich einfach zu schwach. Aber wir müssen jetzt echt, wir brauchen diese Laubklinge. Wir brauchen sie einfach. Außerdem will ich einen Gewaltrohr haben. Dann bin ich vielleicht mal ein bisschen stolzer, das Dexter reinzutun. Weil ich meine, hallo, es ist ein Dexter. Es ist Dexter, Mann. Und wir benutzen es eigentlich nicht mehr. Weil es so schwach geworden ist. Es regt mich echt auf. So, Uri Geller, komm raus. Uri Geller macht jetzt Medite kaputt. Ich weiß, Medite ist Psycho, aber was? Türk? Ach, ich dachte türkisch. Was? Turmkick? Übertreib mal nicht. So, ja, wir haben eine schwache Verteidigung, stimmt ja. So, wird Zeit für einen Supertrank. Ich will jetzt nicht, dass auch noch mein Uri Geller down geht. 37 Punkte, klar. Nochmal ein Turmkick, komm. Ja, ich meine, ja. Klar, also ich treffe auch jeden zweiten Angriff einen Volltreffer, so wie die Familie. Ist kaum übertrieben. So, ich tippe mal sogar, dass wir jetzt verlieren. Also, da muss jetzt schon was kommen. Oh, ich wollte nicht A drücken. Doch nicht Verfolgung. Ach, das ist ja normal. Stimmt, wegen Psychotyp. Was? Was zur Hölle? Das ist jetzt aber ein Witz, oder? Okay, Gott sei Dank. Medite wurde Energie... Boah, diese kranke Familie. Die ist wirklich krank. Uah, du bist stark. Meine Enkelin hatte recht. Es sieht so aus, als lasse ich dich noch einen Tag länger leben. Wenn du es nicht allzu eilig hast, besuch uns doch mal wieder. Dann werde ich dich umbringen. So, und ich hole mir jetzt die TM ab. Ich glaube,
von dem Vater. Ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der seine Pokémon so meisterhaft einsetzt wie du. Aber ich muss dir auch sagen, mein Sohn ist stärker als du. Er hat sogar die Pokémon-Liga herausgefordert, das sollst du wissen. Aha. Dein Sohn ist mir Wayne. Mami ist stärker als Papi, ich bin stärker als Mami. Und Omi ist stärker als ich. Und mein großer Bruder ist stärker als Omi. Was du nicht sagst, interessiert mich nicht. Da ist wieder, Alter, diese Psychos. Wir benutzen dieses Macho-Band, um Pokémon im Training noch mehr zu stärken. Also bla 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 bla. Danke für dieses Macho-Band. Ist bestimmt irgendwie Gift drin oder so. Aber ne, damit muss man leben. Das ist einfach... Aha, okay, sehr schön. Also kriegt man halt ein Macho-Band. Ich weiß gar nicht, wieso ich das jetzt unbedingt gemacht habe. Ich dachte, man kriegt hier ein TM, aber habe ich wohl die falschen Dinge in Erinnerung. Und der Part ist auch gleich zu Ende. Das heißt, ich werde jetzt noch kurz was machen. Ich habe nämlich wieder nicht auf die Uhr geschaut, ne, klare Sache. Einfach nur kurz hier ins Pokécenter. Und dann werde ich ein paar Sachen noch ändern. Und zwar gebe ich einfach mal dem... Ja, was mache ich denn? Ich gebe mal dem Pharaoh den EP-Teiler. Den, ich tippe mal, das Zickzacks können wir auch später leveln, so. Also Beutel. Ah ne, Pokémon, tut mir leid. Pokémon. Nehmen wir doch mal das Item. Und geben, was hat Schwalbini eigentlich? So, wir geben einfach mal Pharaoh, das, Pharaoh oder Uri Geller. Uri levelt mir zu schnell. Ich gebe mal lieber dem Pharaoh den EP-Teiler. Vor allem, weil er eigentlich recht gut ist im Kampf, habe ich festgestellt. Der kann viel stallen. So, jetzt krieg ich's nicht hin, oder was? Wo ist der? Der muss doch hier... Ah, da ist er ja. EP-Teiler, sehr nice. Kann man nicht auch noch einen zweiten irgendwie haben? Naja, auch egal. Wir gehen jetzt einfach mal noch kurz dahin, wo uns Felix abgesetzt hat, damit er denkt, ich hatte gar nichts gemacht. Was aber nicht der Fall ist, weil er ja alles skippt hier. Dann ist klar, dass wir die Arena nicht schaffen, so. Diese Feld sieht zerbrechlich aus. Natürlich wollen wir, dass er kaputt geht. Und unser Level 3 Sklave macht hier alles kaputt. Ja, der zerberstet hier quasi alles. So, gibt's da irgendwelche... Ach, hier ist die Wüste, genau. Das sind ja auch die Fossile. Warte. Ich will da mal hin. Der Sandschuh ist... Ach, okay, da können wir noch nicht hin. Wir haben noch kein Schattenglas. Das wir natürlich brauchen, so. Ich battle mich noch ganz kurz ein bisschen weiter und dann, ja, dann übergebe ich auch schon an Felix. Kann auch sein, dass es jetzt unter 20 Minuten ist. Aber naja. Ein Blanas. So. Los, Dexter. Kampf und wir geben ihm einen Absorber. Wieso überlege ich eigentlich nicht, was ich mache? Naja. Es muss einfach am Ende dieses Partes liegen, was uns ja jetzt unmittelbar bevorsteht. So, Blanas hat Pfund ein, was du nicht sagst. Aber die Mafioso-Familie, die war schon wirklich creepy, ja. Also, wir tauschen einfach mal kurz mit unserem Uri Geller. Wenn er eine Unlichtattacke kann, dann bin ich jetzt so ziemlich im Sternschauer. Okay, gut. Konfusion ist, glaube ich, nicht sehr effektiv. Ach, Der ist Unlicht. Das hat gar keine Wirkung auf Unlicht. Oh mein Gott. Mindfuck. Okay, das heißt, wir müssen doch mal rauswitchen. Egal, kriegt wenigstens der noch ein bisschen Erfahrung. Und Schwalbini, den habe ich ja schon glatt übersehen. Komm, Schwalbini, mach mal ein bisschen das Planers hier fertig. Pfund, so. Flügelschlag natürlich. Overpowered. Planers geht down. Ja, das ist sehr effektiv. Eindeutig. Und Blanas wurde besiegt. Dexter, Pharaoh, Schwalbini. Und Schwalbini kriegt fast gar nichts. Ich glaube aber, unser Uri Geller hat es am leichtesten, auf ein High Level zu kommen. Ich weiß nicht, wie wenig Erfahrung der braucht, aber ziemlich wenig. So. Ich weiß gar nicht. Komm. Wir lassen ihn mal in die Höhle gehen. Wir machen noch kurz den Trainerkampf. Ja, einfach vor Freude laut singen. Komm, wir singen zusammen. Oh yeah. Und dann kommt die Battle-Mucke, da können wir nicht so gut drauf singen, da können wir höchstens drauf rappen. Aber Schwalbini von Picknickerin. Los, Dexter, da hast du natürlich sehr gute Karten, Dexter, aber hallo. Ja. Dexter ist gerade useless. Schwalbini, Uri Geller. Komm raus, Uri Geller. So, Uri. Uri macht natürlich Schwalbini kaputt. Okay,
So, Konfusstrahl und geh down. Ich weiß gar nicht mehr, was stärker war. Konfusstrahl oder Psi-Strahl oder Psy-Strahl. Dexter hält 52 Erfahrung, Uri Geller hält 52 Erfahrung. Als nächstes wird Lombrero von Picknickerin Natalie in den Kampf geschickt. Nein. So, komm, Lombrero. Kann doch auch jetzt noch schnell krepieren. Konfusion. Ich glaube, Psi-Strahl ist stärker. Ah, aber Konfusion hat die Möglichkeit zu verwirren. Komm, verletz dich selber. Komm, 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 komm. Oh. Tja. Konfusion. Lombrero. Geht down. Und wir können in die Höhle rein. Das heißt, wahrscheinlich wird nächsten Part dann Laubwechselfeld thematisiert und. So, warte, wir gehen einfach in den Kampf rein. So. Komm, komm. Put, 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 put. So. Also, das war's auch schon mit meinem Part. Das nächste Mal seht ihr dann, wie er gegen einen Bergmann kämpft. Also, er mit natürlich Felix und wie wir Laubwechselfeld betreten. Ja, das war's. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Reviler.